Ich würde meinem 18-jährigen Ich raten, einfach alles so zu machen, wie es dann gekommen ist. Ich bin Philipp Hartewig, sportpolitischer Sprecher der Freien Demokraten im Deutschen Bundestag und das ist mein Brettportrait. Zur Sportpolitik bin ich gekommen, weil ich mich allgemein schon immer für jede Sportart interessiert habe, auch im Breitensport aktiv bin seit Jahren. Bin auch Vizepräsident im Kreissportbund bei uns und deswegen war das mein erster Wunsch auch die Sportpolitik und bin froh, das machen zu dürfen. Im Sportbereich sind wir insbesondere für den Spitzensport zuständig. Und das geht von der Finanzierung der einzelnen Institutionen bis hin zu Integritätsthemen, Doping, Manipulation, sexualisierte Gewalt. Ein Bereich, der in den vergangenen Jahren besonders unter den pandemiebedingten Einschränkungen gelitten hat, ist der Sport. Besonders froh war ich, dass wir es geschafft haben, zu verhindern, dass aufgrund von Corona die Sportstätten komplett mehr geschlossen werden können ohne den Bund. Und mit Blick auf die letzten Jahre war das nun gar nicht selbstverständlich. Auch wenn ich schon lange in der Partei und im Jugendverband aktiv war, bin ich nicht davon ausgegangen, dass ich vor 2 Jahren dann überhaupt noch mal kandidiere und dann auch gewählt werde. Mir war schon bewusst, dass es auch anstrengend ist, aber es ist auf jeden Fall extrem spannend, weil man extrem viel erlebt, mitgestalten kann. Und das motiviert natürlich von früh bis abend. Als nächster Redner hält das Wort der Kollege Philipp Hartewig, FDP-Fraktion. Sport ist ja nicht nur Motor im Bereich Gesundheit. Tragpfeiler einer vitalen Gesellschaft ist aber auch vor allem der organisierte Sport. Sondern halt auch Inklusion, Integration, aber auch in viel mehr Zusammenhängen zu betrachten, bis hin zum Thema Entwicklungshilfe, auswärtige Politik. Da kann Sport Werte transportieren, wie es kein anderer Bereich eigentlich so kann. Also Deutschland zeigt auch mit den Sport-Events, die zuletzt waren, die jetzt auch noch dieses Jahr und nächstes Jahr anstehen, dass wir Groß-Events wollen, dass wir Lust drauf haben. Und da wäre natürlich der Abschluss auch von einer ganzen Reihe an Veranstaltungen eine mögliche Olympia-Bewerbung. Und da stehen wir auch voll dahinter. Und was siehst du als größte politische Herausforderung in den nächsten Jahren? Ich glaube, das ist generell Leute in Bewegung zu bringen. Alle Altersklassen, das heißt, da brauchen wir sowohl den organisierten Sport als auch die gesamte Fitnessbranche, weil unsere Gesellschaft wird auch immer älter. Die Leute bewegen sich auch weniger, auch gerade nach Corona. Und deswegen ist es enorm wichtig, dass wir die Leute in Bewegung bringen und auch eine Bewegungsoffensive im ganzen Land starten. Mein Lieblingsbuch, wie heißt denn das denn? Von Joachim Gauck. Das erste große.